Hallo Leute, herzlich willkommen beim nächsten Photoshop-Tutorial. Heute mal ohne Webcam, weil ich keine Lust hatte, die Greenscreen und das alles aufzubauen. Muss auch mal ohne gehen, ich bin aber trotzdem da. Und möchte euch heute zeigen, wie man ein Glitch-Bild erstellt. Ein Glitch-Bild bezogen jetzt auf Schrift, die sich, ja, die ein bisschen rumglitscht. Das soll ein GIF werden, ein animiertes GIF, das man dann als Avatar benutzen kann oder einfach nur als Background oder was auch immer. Ich erstelle mir eine neue Fläche, ein neues Bild. Mach das also einfach mal als 1000 mal 1000, RGB-Farbe 16-Bit. Und Hintergrundinhalt kann weiß bleiben, ist es eigentlich egal. Das Ganze nenne ich mal. Ja, Glitch. So, wunderschönes weißes Bild, was ich mir ja, am besten einfach mal schwarz färbe. Ich drücke mit Steuerung J wieder eine Kopie. Den Hintergrund, der kann weg, das brauche ich nicht. Drücke jetzt Shift. Entschuldigung, ich nehme mich zurück. Ich drücke Alt entfernen. Und färbe mir das erstmal schwarz. Ja. Das ist eigentlich ist relativ egal. So, ich erstelle jetzt erstmal den verwackelten Hintergrund dafür. Das mache ich, indem ich die Ebene auswähle, die ja schon ausgewählt ist. Drücke auf Filter. Gehe auf. Auf Rauschfilter, Rauschen hinzufügen. Dann habe ich erstmal dieses wunderschöne bunte Rauschen. Das lasse ich auf 200%, 2200%. Gleichmäßig, monochrom will ich nicht, ich möchte es gleichmäßig haben. Drücke OK. Dann habe ich schon mal ein buntes Rauschen. Das bunte Rauschen möchte ich aber gerne als hartes Licht. Hartes Licht oder hart mischen? Ich bin mir gerade noch nicht ganz schlüssig. Machen wir mal hartes Licht. Nee, hartes Licht ist, war es nicht, dann war es hart mischen. Ich bin gerade blind. Ups. Was habe ich jetzt gedrückt? Er rechnet, er rechnet, er rechnet. Hart mischen, das ist doch. Warum macht das nicht? Bin heute ein Verdrücker. Drück mich die ganze Zeit. Hartes Licht, bitte. Machen wir den Hintergrund eben auch nochmal schwarz. Das sollte eigentlich egal sein. Ich mache es erstmal wieder normal. Machen wir erstmal einen Wischeffekt so rein. Dazu gehe ich wieder auf Filter, gehe auf Weichzeichnungsfilter und mache eine Bewegungsunschärfe hinein. Dann sieht man schon, dass es sehr verwaschen ist. Abstand, Winkel, das kann alles so bleiben. Abstand machen wir mal. Da können wir ruhig höher machen. Machen wir mal auf 85. Oh, so richtig schön waschen. Eine richtig schöne Bewegungsunschärfe drin. Jetzt möchte ich aber trotzdem, warum möchte er das nicht hart? Ach, jetzt möchte er es hart mischen. Okay. Aber das möchte ich nicht. Dann machen wir das doch mal auf hartes Licht. Ah, das ist aber noch irgendwie ein bisschen zu wenig. Müssen wir also nochmal zurückgehen. Dazu benutze ich auch eine Tastenkombination, um es schneller zu machen. Man kann es natürlich auch hier über Bearbeiten machen und Schritt zurück. Aber man sieht schon Alt-Steuerung Z. Drücke ich auch Alt-Steuerung Z. Und mach mal den Weichzeichnungsfilter noch ein bisschen anders. Bewegungsunschärfe. Und mach den mal hier auf 70.
Hartes Licht. Jetzt hat man da noch so ein paar kleine Spikes drin, aber das ist mir immer noch ein bisschen zu wenig. So, dann gehen wir nochmal auf Filter, auf Weichzeichnung, auf Bewegungsunschärfe und machen hier mal 60, nehmen wir 40, oh, 40 herein, ja, 40. Auf hart, man sieht schon, ich bin noch auf hartes Licht, deswegen hat er es automatisch so gemacht. So, und jetzt möchte ich aber das nicht mit diesen komischen Rändern haben, sondern will diese Striche noch ein bisschen breiter machen und drücke dazu Steuerung T. Dann bekomme ich automatisch das Transformations-Tool ausgewählt, also dass ich die Ebene verändern kann. Halte die Alt-Taste gedrückt und kann jetzt kann quasi die Form zu gleichen Teilen skalieren. Wenn ich Alt nicht drücken würde, dann würde ich nur auf der einen Ecke ziehen. Ich will jetzt aber Alt gedrückt halten und das Ganze so ein bisschen in die Breite ziehen. So, richtig schön grün-blau-roten Effekt. Drücke Enter, damit es so bleibt. Und dann habe ich schon mal meine Ebene. Die schwarze, man sieht es schon, extrem wichtig. Muss so bleiben. So, dann brauchen wir noch einen Text. Ein Text, einfach das Text-Tool auswählen und nehme jetzt einfach mal mit weißer Schrift, ganz normal, was nehmen wir für ein Wort? YouTube. Gehen wir das hier so hin. Kann mir natürlich jetzt im Nachhinein immer noch die Schriftart austauschen, beispielsweise Dicke und so weiter. Ich nehme jetzt mal. Ja, das ist ein bisschen doof. Ich nehme jetzt mal. Vorbereitung siegt. Ja, so diese Schrift nehme ich jetzt. Kann hier natürlich auch, wenn mir das zu klein ist, STRG-T drücken und kann mir das großziehen. Dann brauche ich nicht großartig immer mit den Pixeln arbeiten. Mit den Pixeln, sage ich schon, mit der Schrifteinstellungsebene und so weiter. Drücke Enter, dann bleibt das so. Jetzt habe ich das Bild so, wie es richtig aussehen soll. Sagen wir mal so. Also das so soll das Bild aussehen ohne Glitch. Ein schwarzer Hintergrund, weiße Schrift. Eigentlich relativ Jack wie Büchs, sag ich mal. So, ich markiere mir jetzt mal diese beiden Ebenen, indem ich STRG gedrückt halte und klicke die beiden Ebenen an und sage neue Gruppe. Nennen das Frame 1. So, jetzt habe ich hier eine neue Gruppe drin, kann die hier beiden ausblenden. Oder auch nicht ausblenden. Ich füge mir mal eben hier den und den Hintergrund. Ich wandle mal eben das Schwarze zu einer Ebene um, damit der Mädchen hier immer die ganze Zeit vollsülzt, dass das irgendwie nicht hinhaut oder so. Die Ebene soll mit in den Hintergrund. So. Frame 1. Das kann auch so bleiben. Jetzt haben wir hier noch unseren Verwackler und wir brauchen natürlich aber eine dunkle Hintergrundebene. Ich habe mir jetzt hier unten eine neue Ebene erstellt. Auf dem Ding hier. Wieder weg. Drücke
Alt entfernen und mache mir das wieder dunkel, damit ich wieder diesen Rauscheffekt habe. Und kopiere mir hier nochmal den Text mit Steuerung J und hole mir die Kopie mal eben noch in den Vordergrund. So, Frame 1 können wir ausblenden, brauchen wir momentan nicht. Und das ist das, was wir jetzt gerade momentan brauchen. Und diese weiße Schrift möchte ich jetzt ja, verglitschen. Ich gehe dabei folgendermaßen vor. Ich nehme mir erstmal das Auswahlwerkzeug, also das ganz normale Auswahlrechteckwerkzeug und markiere mir ja, kleine Quadrate in der Schrift. Und will die dann eigentlich verschieben und merke gerade, dass ich einen Schritt natürlich vergessen habe. Man muss den Text natürlich rastern, damit das als Bild erkannt wird. Man sieht es jetzt hier auch schon mal eben. Das ist jetzt ein ganz normale Bildebene. In dieser Ebene, die markiert ist, mache ich mir jetzt wieder meine Quadrätchen, halte die Steuerungstaste gedrückt und kann mit den Pfeiltasten auf der Tastatur jetzt diese Auswahl, ja, klein verschieben und dann mache ich mir mal eben schnell Durchlauf hier so ein paar kleine ja, Cuts rein sozusagen. Das geht recht schnell. Ein paar verschiedene Größen, damit es aussieht, als ob es sich wirklich verreißt, das Bild. Das werde ich dann gleich im Schnitt ein bisschen im schnellen Vorlauf machen. Das müsst ihr ja nicht im Kompletten sehen. So, jetzt haben wir unseren Verriss fertig. Und jetzt geht es daran, dass wir dadurch, dass sich ein Glitch bildet, verzerren meistens auch die Farben. Deswegen erstelle ich mir von dieser Ebene wieder mit STRG J eine Kopie. Wähle mir die Kopie hier unten aus und drücke einmal STRG und gehe auf die Ebene selber. Dann ist sie markiert und drücke jetzt Shift Backspace. Um eine Fläche zu füllen von dieser Ebene, die ich natürlich nur ausgewählt habe vorher, sage hier Farbe und gehe erstmal auf Rot, weil das ist eine von den Grundfarben. Drücke OK. Jetzt halte ich wieder die Steuerungstaste gedrückt und versetze das mit 5-mal antippen, 6-mal, 7-mal, 8-mal, 9-mal, 10-mal antippen, quasi 10 Pixel oder 10 Schritte nach rechts. Habe ich jetzt mit also Steuerung und Pfeiltaste nach rechts gemacht. Mach die Markierung weg. Kopiere mir die Ebene nochmal mit Steuerung J. Schiebe mir die unter das Rote. Drücke wieder Steuerung und Auswahl. Shift Backspace. Drücke mir wieder eine Farbe rein. Nehme diesmal Blau. Drücke OK. Halte Steuerung wieder gedrückt. Versetze mir die nach ungefähr zu gleichen Abständen nach links, also Steuerung und Pfeiltaste nach links, Markierung wieder weg. Wieder hier oben auswählen, Steuerung J, Kopie nach ganz unten, Shift Backspace, Farbe auswählen. Diesmal nehme ich Grün, dann haben wir unsere Grundfarben abgedeckt. Also ich weiß, das ist nicht genau die Grundfarbe, die uns interessiert, aber das ist egal. Grün und habe jetzt den Kapitalfehler gemacht. Ich habe nicht vorher nicht Steuerung Dings ausgewählt. Also einmal Steuerung Alt und Z zurückgängig machen. Einmal Steuerung gedrückt haben. Auswählen. Shift Backspace. Farbe Grün. Jawohl. OK gedrückt. Steuerung gedrückt und gehe jetzt nicht nach links und rechts, sondern gehe nach unten mit der ganzen Geschichte. So. Einmal wieder ins Bild geklickt, um das wegrückgängig zu machen. Jetzt sieht man schon, das sieht schon sehr verglitscht aus, allerdings noch nicht so verglitscht, wie ich das gerne haben möchte. Deswegen machen wir jetzt auch noch bei diesen Ebenen eine
Bewegungsunschärfe rein. Fange mit Grün an. Grün auswählen, Filter. Bewegungsunschärfe. Jetzt sieht man schon, das sollte man waschen. Wir wollen aber nicht so einen heftigen Abstand, sondern nur so ein bisschen. Machen wir mal auf 20. Okay, das gleiche bei Blau. Filter, Weichzeichnung, Bewegungsunschärfe. 20, kann so bleiben. Und bei Rot, gleiche auch. Auswählen. Bewegungsunschärfe. Bewegungsunschärfe. So, jetzt haben wir so einen kleinen Wischeffekt da drin. Und das Weiße ist mir auch noch zu intensiv. Das bedeutet Weiß auswählen, Weichzeichnung, Bewegungsunschärfe. Da brauchen wir aber, glaube ich, nicht ganz so stark. Dann nehmen wir Nummer 10. Ja, können sogar noch weniger. 5. Ja, dann nehmen wir 5. Bewegungsunschärfe von 5. So, jetzt sieht das schon sehr verglitscht aus. So. Das hier ist jetzt unser Frame 2. So, das bedeutet, ich wähle mir wieder diese Ebene aus, sage neue Gruppen aus Ebene und nenne das Frame 2. Jetzt habe ich Frame 1 und Frame 2. Frame 1, dieser, Frame 2, dieser. Diese ganzen Ordner kopiere ich mir wieder mit STRG J. Benenne ihn nur, indem ich doppelt draufklicke in Frame 3. Blende mir Frame 2 aus, mache mir Frame 3 auf und mache hier jetzt einfach nur eine Verschiebung. Wähle mir Rot aus, drücke STRG auf das Bild und schiebe die rote Farbe auf die andere Seite. Wähle mir Blau aus, drücke STRG, schiebe mir mit den Pfeiltasten das auf die andere Seite. Wähle Grün aus, halte STRG gedrückt und klicke einmal und verschiebe mir das Grüne nach oben. Aber nur ein bisschen, nicht viel. Machen wir mal so. So. Jetzt könnte man noch weitergehen und sagen, ich möchte jetzt aber hier auch noch mehr eine Verwischung haben, also noch eine stärkere Bewegungsunschärfe bei Grün. Wenn wir das so richtig merkwürdig aussieht. Nehmen wir es mal richtig schön stark, so 140. So, und bei Rot mache ich jetzt auch mal Bewegungsunschärfe. Ne, so viel brauchen wir dann nicht. Nehmen wir da mal 30. Ja, nehmen wir da mal 30. So, das ist dann unser Frame 3. Frame 3, Frame 2 und Originalbild. So, diese drei Frames sollen uns eigentlich auch reichen. Man kann jetzt natürlich noch mehr machen, um das genauer zu machen. Brauchen wir aber gar nicht. Wir aktivieren uns Frame 1 als einzige sichtbare Gruppe. Gehen auf Fenster und sagen Zeitleiste. Jetzt aktiviert sich hier unten eine Zeitleiste und wir wollen uns eine Videozeitleiste erstellen. Diese Videozeitleiste ist erstmal mit allen Frames zusammen. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen hier unten auf in Frame Animation konvertieren. Jetzt sieht man, hat sich das unten hier unten geändert. In ein kleines Bild. Und man muss sich das jetzt vorstellen wie eine Videozeitleiste. Das bedeutet, hier unten habe ich jetzt für 5 Sekunden dieses Bild dargestellt. Das will ich aber gar nicht 5 Sekunden, das soll so maximal eine Sekunde. Hier unten stelle ich nochmal auf unbegrenzt, damit die Vorschau die ganze Zeit weiter durchläuft, wenn jetzt noch weitere Frames dazukommen. Weitere Frames hinzufügen mache ich, indem ich hier unten einfach einen neuen Frame erstelle. So, hier einen neuen Frame. Und wähle mir hier jetzt als sichtbare Quelle bei diesem aktivierten Frame einfach meinen Frame 2 aus. Das gleiche mache ich noch einmal. Frame 3 ausgewählt. Mache mir nur Frame 3 sichtbar. Und jetzt habe ich hier unten schon mal drei verschiedene Frames. Jetzt sage ich beim ersten Frame, er soll das nur eine Sekunde lang, eine Zehntelsekunde machen und bei dem zweiten
2 Sekunden. Jetzt drücke ich hier mal auf das Play-Symbol. Jetzt sieht man, habe ich schon mal eine Animation, die durchläuft. Der zweite Frame ist eventuell noch, der dritte Frame ist ein bisschen zu lang, nehmen wir mal eine Viertelsekunde auch. Ja. So, jetzt wähle ich mir mal den zweiten Frame aus, drücke die Alt-Taste und schiebe mir die Steuerungstaste und schiebe mir den nochmal ans Ende, was nicht funktioniert, als merkwürdigerweise, Moment, warum geht das nicht? Ganz schlimm. Ah, doch mit der Alt-Taste. Ich habe nur nicht richtig getroffen. Habe mir jetzt den zweiten Frame nochmal kopiert. Kopiere mir nochmal den ersten. Schiebe mir den ans Ende. So. Sage bei der Kopie vom ersten Frame jetzt nochmal keine Verzögerung. Hier auch keine Verzögerung. Jetzt wähle ich mir den zweiten Frame aus, gehe zum letzten, halte die Shift-Taste gedrückt, wähle mir die ganzen aus, drücke die Alt-Taste, schiebe mir den ganzen Block nochmal ans Ende und wiederhole das so ein, zwei Mal. So, jetzt drücke ich nochmal die Play-Taste. Und schon habe ich eine kleine Animation von einem Glitch von diesem Bild. Man kann jetzt natürlich das Ganze weiterführen und sagen, ich möchte aber, dass sich das auch in die andere Richtung verschiebt. Da muss ich mir natürlich aus der Schrift einen Glitch in die andere Richtung ausschneiden. Also wieder diese Markierung ziehen und das Ganze versetzen, aber halt anders. So, dass es aussieht, als ob es sich nochmal in die andere Richtung verglitscht. Oder man spielt einfach und sagt, ich möchte hier aber jetzt nochmal andere Zeitabstände drin haben. So. So, und jetzt habe ich schon mal andere Zeitabschnitte drin und einen Glitch erstellt. Wichtig jetzt ist, wie man es abspeichert. Ich benutze meistens dafür Datei, also ganz normal Datei, für Web-Speichern. Und dann gibt er mir schon eine Vorgabe, beispielsweise jetzt bei mir, ich möchte das als ein GIF haben, selektiv, Diffusion, und möchte das mal in 256 Farben haben. Das wird dann zwar ein bisschen größer, ist mir aber relativ egal. Das Ganze in 1000x1000, also so wie wir das Bild erstellt haben, und sag speichern. Jetzt fragt er mich, wo ich habe das nicht wundern, ich habe schon ein bisschen geübt. nenne das Ganze jetzt YouTube. Speichere das noch einmal. So, und wenn ich jetzt mal auf diesen Glitch gehe, sage jetzt hier mal eben öffnen. Und das ist das, was wir jetzt eben erstellt haben. Ein YouTube-Glitch. Ja, das war's schon wieder. Ich speichere mir das natürlich hier nochmal eben kurz. Speichern unter Glitch. Nein, ich will das unter YouTube-Glitch haben. Alles speichern für die Ewigkeit. Wünsche viel Spaß beim Nachmachen, bis zum nächsten Mal und schreibt ruhig mal in die Kommentare, was euch bei Photoshop oder CS6 Sachen noch interessieren würde. Dann kann ich da mal was vorbereiten, vielleicht habt ihr ja da noch andere Interessen. Bis zum nächsten Mal, tschüss!